Guck mal, wie verknallt sie ist. Das ist mein Pulli. Sorry, wenn der jetzt den Pulli anzieht, während er... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. Es wird immer schlimmer. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist ein Psycho-Game. Und ich schwöre euch auf das Leben meiner Familie. Kann keinem hier trauen, ey. Nicht nur du bist ergriffen. Wir legen direkt los. Willkommen zu Folge 7 von Make Love, Fake Love 2024. Make Love oder Fake Love? Krass. Jeder einzeln. Und damit holen wir den ersten Mann zu uns. Christian, bitte komm zu uns. Was ist das für eine Scheiße hier? Wir hatten bis jetzt einfach nicht so die Gespräche. Deswegen ist, glaube ich, Christian heute der erste Mann, den ich nach Hause schicke. Ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass er vergeben ist. Wir sehen's jetzt. Nee. Was? Hätte ich nicht gedacht. Das gibt's doch echt nicht. Antonia muss in der Sendung ja herausfinden, wer belügt sie und gibt nur vor, Single zu sein. Und wer ist es wirklich? Guck mal, das ist neu. Alle Männer müssen einzeln nach vorne. Und wenn sie Pech, Potenzial und vor allem ein reines Gewissen haben, müssen sie nach Hause. Also eben genauso, wie auch die Personalgespräche bei Tesla laufen. Christian. Dachte ich noch, wer ist das denn jetzt? Ist Single. War die ganze Zeit ehrlich mit dir. Hätte ich echt nicht gedacht. Marcel, komm zu uns bitte. Irgendwann müssen alle Köpfe rollen. Wir verstehen uns von Tag zu Tag besser. Sag mal so, jetzt macht das genau richtig. Make love oder fake love? Make love. Oh, Susi. Dennis. Make love. Dachte ich, du küsst sie gerade. Ich hoffe mal. Komm her. Ich hab's umarmt gerade. Aha. Dennis hat sich offensichtlich mit dieser Umarmung einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Jetzt braucht er nur noch das Autogramm von Gigi und muss das Mal nach Zahlenbild mit dem Pumuckl irgendwann fertig kriegen. Und schon wieder wurde Antonia in der Medienbranche angelogen. Naja, sie hatte ja auch erst zuletzt erfahren, dass Bauer Patrick überhaupt nicht Teil der Kelly Family war, sondern als Jugendlicher einfach einen sehr fragwürdigen Kleidungsstil hatte. Nico. Meglo. Angelo. Kenne ich nicht. Ich kenne gar keinen davon. Meglo. Sander. Wie es in Antoni vorgeht, habe ich ja auch keine Ahnung. Ich kann ja nicht in sie hineinschauen. Werde ich irgendwie immer noch nicht so ganz schlau. Ich kann mir einfach noch nicht ganz vorstellen, dass er wirklich Single ist. Ich schwank bei ihm einfach extrem. Make love oder fake love? Make love. Du hast dich richtig entschieden. Ich schwank bei ihm einfach extrem. Wenn Claudia Obert ihren Freundinnen erklärt, warum sie sich für den Max entschieden hat. Der Xander hat es einfach schon wieder geschafft und Antonia so manipuliert, dass sie ihn nicht rauswirft. Deswegen wäre es total schade, wenn es zwischen ihm und seiner Freundin Lisa vorbei sein sollte. Sie schafft es ja auch, die anderen Bewohner zu manipulieren, dass die denken, Lisa wäre die betrogene Freundin und das arme Opfer. Tobi. Fake love. Oh. Bist du in einer Beziehung oder bist du Single? Ich denke, der Mann kommt. Oh, das. Julian. Sehr schön. Ich wäre gerne noch länger geblieben. Julian. Wir hatten heute wirklich ein gutes Gespräch. Make love oder fake love? Make love. Das weiß ich nicht. Nein, bis auf Okan sind jetzt hier alle sicher. Zwei Männer hast du aus der Villa geschmissen. Zwei Männer sind rausgeschmissen. Das hat RTL zuletzt erlebt, als der Vermieter in Südafrika die Nase voll hatte von den Bachelors. Und wer konnte es ihm verdenken? Die Tür geht auf. Und seine heimliche Freundin, von der niemand was wissen dürfte, kommt raus. Im Prinzip genau das gleiche Spiel, was bei Yasin und seiner jeweiligen Freundin einmal pro Monat passiert. Nur mit dem Unterschied, dass weder die Freundin noch die Frau voneinander wissen. Was passiert jetzt mit Okan? Ich glaube auf jeden Fall, dass Okan Single ist. Ich habe einfach so das Gefühl, dass wir echt beste Freunde werden können. Fake love. Nicht nur du bist ergriffen. Bist du Single oder bist du vergeben? Okan ist tatsächlich vergeben, das ist Rita. Ich habe versucht, treu zu bleiben. Verstehst du nicht? Nee, verstehst du es gerade? Ich schon. Beziehungsweise ich bin treu geblieben. Ich hätte meine Hand für ins Feuer gelegt, dass der Single ist. Sie hat meine Bezugsperson rausgewählt. Richtig scheiße. Okan hat kackendreist gelogen. Der Okan, der vor wenigen Tagen ja noch eine Riesenszene gemacht hat, weil angeblich ein anderer hier gelogen hat. Jawohl. Also natürlich, ne, es geht ja hier darum, dass die gut lügen. Aber Dieter holt den Okan ab und es fließen Tränen. Eine Szene, wie man sie aus dem Kinderparadies in sämtlichen IKEA-Filialen aus München und Umgebung sehr, sehr gut kennt. Also wenn bei euch eine Frau rauskommt, ja? Jeder von euch kriegt eine Ohrfeige, ich sag's euch. Lisa und Dominik haben den Showdown in der Villa der Vergebenen so erlebt. Nächster Mann ist Xander. Ich kann mir einfach noch nicht ganz vorstellen, dass er wirklich
Single ist. Also denkt er an mich. Ich hatte schon eher gedacht, dass sie sich sehr sicher bei ihm ist. Deswegen ist sie sich so unsicher, ob er nicht wirklich eine Freundin hat. Weil sie Angst Weil er halt nicht so krass auf Angriff geht, wie jetzt zum Beispiel Marcel. Also Lisa und Dominik sind inzwischen allein in der Villa der Vergebenen. Und auch hier schafft sie es, ihrem großen Vorbild Dani Büchner nachzueifern. Bei der ziehen ja auch ziemlich schnell alle aus, die bei ihr eingezogen sind. Wir machen sofort weiter. Prominent getrennt Kampf der Reality Stars und natürlich Make Love Fake Love. Ihr müsst unbedingt ein Abo mit Glocke da lassen, dann verpasst ihr den Premium-Trash nicht. Deswegen glaube ich, muss sie sich ganz genau überlegen, was mache ich jetzt, um noch drin zu bleiben, aber nicht zu viel, um meine Beziehung zu zerstören. Er muss sie natürlich dann doch noch mal küssen, was ich aber jetzt verkraften könnte, weil ich eben weiß, er würde es doch fürs Spiel tun. Das finde ich schon auch spannend. Sie war ja mega eifersüchtig und jetzt denkt sie, dass sich der Xander nicht mehr so sehr an Antonia ranschmeißt. Wir dürfen nicht vergessen, sie hat die Duschbilder noch nicht gesehen, also wie der gute Xander das Fummelverbot bricht. Aber Xanders Ehrgeiz, die 50.000 zu gewinnen, wächst einfach mit jeder Stunde schneller als der Instagram-Kanal von Stefan Raab. Dennis, was sagst du dazu, dass er eine Freundin hat? Ich wusste es von Tag 1. Hat er es dir gesagt? Das ist jetzt egal, möchte nicht spoilern oder so. Das ist eigentlich aus juristischer Sicht nicht tragbar. Es ist aber trotzdem noch einer unter euch. Es sind zwei, eine Frau und ein Mann sind noch da. Ich kann keinem hier trauen, ey. Julian ist safe schwul. Ja, Bruder, der hätte gehen müssen, Bruder. Ja, die Gedanken spielen einfach verrückt, wer hier ein falsches Spiel spielt. Wer hat den Mann? Denkst du, ich hab einen Mann oder was? Ey, also ich trau's dir gerade eigentlich, also wie gesagt, mir ist es egal. Exakt die gleiche Frage, die sich auch Verena Kehrt jeden Samstag stellt. Also, wenn sie die Aufstellung von Bayern München studiert, bevor sie ins P1 geht. Das wird jetzt echt bitter. Antonia muss dringend einen Plan schmieden, um herauszufinden, wer hier Single ist und wer nicht. Eigentlich hatte sie ja einen ausgeklügelten Plan. Aber sie hat halt jetzt erst gemerkt, dass jeden zu fragen, ob er einen Partner hat, einfach nicht so richtig gut funktioniert. Du bist in Gedanken, wa? Weil ich genau weiß, was auf mich jetzt zukommt. Inwiefern? Das ist auch klar. Nee, das heißt ja nicht, du kannst ja auch bi sein, so. Das war ich aber nie gewesen. Keine Ahnung, ich hätte es mir bei euch allen nicht vorstellen können. Ja, schon irgendwie ein schwieriger Abend für mich. Sehe ich eigentlich aus? Du schaust immer gut aus. Ja. Sagst du es deiner Freundin auch immer? Warum glaubst du mir nicht, dass ich keine Freundin habe? Auch deine Wortwahl. Mein Herz, ich dachte wirklich, du haust mich dann raus. Und ich dachte mir in dem Moment, Alter. Ich glaube, er weiß, dass ich ihn sehr gut finde. Was gibt dir das Gefühl, dass ich vergeben bin? Also meine Angst ist halt auch extrem, bei ihm verletzt zu werden. Und deswegen bin ich halt bei ihm so extrem misstrauisch. Das finde ich schon auffällig. Xander kann Antonia nicht in die Augen schauen, wenn es mal wieder um seine Freundin geht. Sondern er starrt lieber auf die Bettdecke und man könnte jetzt natürlich meinen, dass er sein Gewissen gefunden hat. Ich glaube allerdings eher, dass er das macht, weil er diesmal leider nicht Antonias sehen kann. Ja, natürlich hat Antonia völlig zu Recht Angst, dass der Xander sie verarscht. Was weiß sie auch von ihm schon? Sorry, entweder haben sie das alles hier rausgeschnitten oder Xander hat einfach genauso viele Gesprächsthemen wie seine Freundin Lisa, wenn es mal nicht um sie selbst geht. Null! Weiß ich doch auch nicht. Komm her. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. Also wenn du vergeben bist, ne? Ich bin nicht vergeben. Ich schwöre es dir, ich hau dich kaputt. Jemanden permanent ins Gesicht zu lügen, ist nicht schön. Ey, wenn der vergeben ist, ne? Den wir machen, aber du willst nicht. Du willst also mit mir hier sch***en? Ja, mit Decke drüber. Sieht doch keiner dann was. Ob ich da in zwei Tagen immer noch widerstehen kann, das weiß ich nicht. Ich hoff's. Xander hat eine Freundin, das wissen wir ja mittlerweile. Die von RTL haben sich ja wirklich bemüht, dass wir sonst relativ wenig über die Kandidaten erfahren. Aber wir wissen jetzt sogar noch etwas von ihm. Er sagt, es fällt ihm nicht leicht, Leuten ins Gesicht zu lügen. Und damit ist jetzt auch klar, dass er nicht bei Astro TV arbeitet. Also, für Antonia ist es auch nicht so einfach. Vielleicht gibt es bald den ersten Knickknack in der Staffel. Ein gutes hat es ja. Zwar wird das schon für uns super unangenehm, wenn wir uns das anschauen müssen. Aber es ist im Gegensatz zu dem, wie unangenehm es für Lisas und Xanders Familie werden muss, nichts. Ich kann mir schon vorstellen, wer von euch vergeben ist. Sag. Ich habe auch gerade gesagt, ich glaube, dass er bi ist. Punkt. Ja. Glaubst du auch? Glaub ich auch. Ich schwöre euch auf das Leben meiner Familie, auf alles, was ich habe. Und das ist nichts. Hoch und heilig. Ich schwör's euch, dass ich 100%ig Single bin. Du hörst auf alles, was ich habe. Wenn es auch so ist, dann kann ich es auch sagen. Nee, ich will auch nicht schreien, aber. Du brauchst mich aber nicht fand mich einfach absolut trotzdem, ja. Der Julian ist echt ein Dorn im Auge. Ich weiß, mir hat noch ein bisschen schweren Start. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich gerade wirklich. Digga, ich, irgendwann, du ich brauchst muss, nicht laut werden. Ehrlich ich, nicht. Ich, weiß, keiner redet laut. Aber du weißt doch genau, was jetzt auf mich zukommen wäre, oder? Ich meine, ja, ganz ehrlich. Klar, aber wir sind ja keine Menschen, die dich jetzt in irgendeine scheiß Bubble stecken werden.
Jungs, ich geh kacken. Also ein seltsames Hin- und Herwiegen. Einfach random irgendwelche Verdächtigungen in den Raum werfen. Ich musste ganz kurz überlegen, wo ich das zuletzt gesehen habe. Nämlich bei Die Passion, als Jimmy Blue Ochsenknecht den Judas spielte. Ich warte jetzt also minütlich darauf, bis Marcel einen Sprechgesang vorträgt. Und dann jetzt der nächsten Spezi, der auf seine Familie schwört. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Also, was bringt ein Schwur, wenn von vornherein klar ist, dass das in der Sendung einfach gar nichts zählt? Aber Julian schwört auf alles, was ihm heilig ist. Oder wie Antonia sagen würde, billiger Modeschmuck und Likes. Was guckst denn du so? Der hat ein Gesicht gezogen wie 3 Tage Regenwetter. Weil alle direkt jetzt drauf losstürmen und meinen, dass ich jetzt der Schwule wäre und sonst irgendwas. Was? Ich bin hier gerade. Ich dachte, ich habe ein viel dickeres Fell. Auf zu weinen jetzt. Ich weine überhaupt gar nicht. Das, hör doch auf, ich weine doch gar nicht. Klar, weil jetzt so, ich sehe es überhaupt gar nichts, sag ich. Ich bin im Tindern, sag ich das hier. Ich möchte, dass ihr zwei euch einfach in die Augen schauen könnt und dass ihr einfach mal chillt miteinander. Was ist denn? Nein, ich hab gar nichts. Er hat nichts Schlimmes gesagt, aber ihm tut es natürlich auch weh. Nein, ich hab nur gesagt, komm. Und ich glaube, da werden jetzt wirklich die Krallen rauskommen bei den Jungs. Zwei Menschen, die sich in weißen Hosen in einem Bett wälzen und einer weint dabei. 3. Wichtig. Auch wenn man das aufgrund von Antonias Klamotten und dem Verhalten der Jungs glauben könnte, diese Sendung wurde 2024 und nicht 1994 gedreht. So eine große Sache draus zu machen, wer mit einem Typen hier zusammen ist, anstatt danach zu gucken, wer überhaupt vergeben ist. Das ist wirklich noch peinlicher als die diesjährige Folge von Die Passion. Liebe, wie schläfst du heute? Gut. Ja? Ja. Alleine? Eine Lady schweigt und genießt. Ich wäre gern heute bei dir. Mann, ihr guckt mich aber auch immer alle wie so bettelnde Hunde an. So langsam ganz gerne mal herausfinden, ob das wirklich mehr sein könnte oder ob das hier wirklich nur zum Spiel auch für mich wird. Ist sie gerade hochgegangen, oder? Ja. Habe ich schon richtig gesehen. Wer ist denn oben? Julian. Und deswegen zur kleinen Aufmunterung möchte ich heute gerne dem Julian meinen Love-Key geben. Da sollte Julian natürlich aufpassen, dass er nicht reingelegt wird. Bei mir hat nämlich in der Nachbarschaft auch mal jemand sehr Attraktives einen Schlüssel gegeben. Am Ende sollte ich nur die Blumen gießen und den Goldhamster füttern. Mit Xander ist Antonia duschen gegangen. Mit Julian teilt sie sich jetzt ihr Bett. Ist fast ein bisschen schade, dass Erik Sindermann hier nicht am Start ist. Natürlich wäre der überhaupt gar nichts für Antonia, aber dann hätte sie noch jemanden, mit dem sie zusammen aufs Klo gehen kann. Im Moment nutzt Julian die Zeit noch anderweitig und da möchte Antonia nicht mit der sogenannten Tür ins Haus fallen. Mann, jetzt komm. Ihr Männer, ey, ihr müsst auch mal Stunden scheißen gehen. Hey. Geht's dir besser? Es qualmte, es stank, es roch und ich saß mittendrin. Ja. Geht's dir so noch besser? Weiß ich ernsthaft. Ja. Boah, dann hab ich's nicht gegessen. Boah, freu ich mich echt mega. Ich stahl, weil ich der neue Schlüsselträger des Hauses bin. So ein bisschen musste Antonia schon suchen, bis sie den Julian gefunden hat. Aber die von RTL wussten natürlich die ganze Zeit, wo er war. Inka Bause versteckt sich ja bei den Besuchen auf den Bauernhöfen auch immer auf dem Klo, wenn selbstgemachte Blutwürste angeboten wird. Ach Gottchen. Nicht nur ist Julian nach langem Kampf seine Magenkrämpfe auf dem Klo los, nee, er bekommt danach auch direkt noch den Schlüssel von Antonia. Also gleich eine doppelte Erleichterung. Hey Digga, hey. Hört ihr das? Das hat sich angehört wie Schmatzer. Bruder, genau das habe ich auch gedacht. Ah ja. Ja? Ich gehe schlafen. Alles in Ordnung? Gute Nacht. Das spielt so gut. Das ist geil. Ich kann dazu nichts sagen. Mir fällt nichts ein. Er hat Schlüssel. Digga, das ist... Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hat er einen Sef gekriegt? Ich gehe hoch und frage, das interessiert mich jetzt. Ja, es ist völlig klar, dass die anderen verunsichert sind. Sorry, aber diese verdächtigen Geräusche von nebenan könnten auch bedeuten, dass Nico Legert hier irgendwo eingezogen ist. Ja. Hast du Schlüssel? Ja. Hast du geküsst? Haben wir auch gehört. Und er hat auch geküsst. Was hat er? Geküsst. Boah. Junge, hier wirst du dich einmal in den Arsch sondern jeden Tag 10-mal. Das macht das auch alles irgendwie so ein bisschen uninteressanter. Sie macht mich uninteressanter dadurch. Okay. Sie muss schauen, Alter, wie viel Leidenschaft steckt der Mann rein und so. Letztendlich hatte sie eine sehr, sehr gute Trefferquote. Ich verstehe vollkommen, dass diese Szene hier Missverständnisse auslösen kann. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass er nur seine Hose ausgewrungen hat,
weil seine Tränen draufgefallen sind. Oh, lecker, ist das diese Katzenwäsche? Antoni hat ja auf dem Bauernhof gelebt und hat sich da um die Kühe gekümmert. Und eines steht definitiv fest. So saubere Schwänze wie da im Stall wird sie hier bei diesen Kerlen auf gar keinen Fall finden. Ich wollte einmal gute Nacht wünschen, ja? Good Mach's gut, ne? Good night. Ade, bleib schön. Ciao, ne? Ciao. Bruder, war nur irgendwie still, Bruder. Wo kommst du meine Wunden küssen? Digga, da draußen würde ich dich nicht mal mit meinem Hinterhalt. Jungs, ich brauche eine Abkühlung. Gut, das ist halt das Spiel und es hat mich noch relativ kalt gelassen, auch wenn sie ihn jetzt geküsst hat. Bruder, das ist geil. Sind wir verrückt oder ist das passiert? Träumen wir? Ich komme da gar nicht mehr klar. Ne, nachdem Julian sich vorne hier über das Verhalten der anderen beschwert hat, muss er ihnen das jetzt nochmal schön unter die Nase reiben, dass er jetzt zu Antonia geht. Das ist so dermaßen billig. Jede Chipstüte hat mehr Stolz und lässt sich nicht so billig aufreißen. Also, das ist unfassbar. Und die Jungs sind alle sauer. Warum denn jetzt der Julian? Sie haben doch so vor ihm abgeraten. Sie macht wirklich, was sie denkt und sie hat einen eigenen Willen. Ja. Was fällt der denn ein? Das gibt's überhaupt nicht. Alex Petrovic ist so kurz davor, ihr einen Liebesbrief zu schreiben, dass sie sich, nachdem sie ja so stark ist, sich dann trotzdem wenigstens ganz kurz unwohl fühlt. Oh, freut mich echt mega, dass du mich ausgewählt hast. Ja, mir auch noch ja, die Schmatzgeräusche sind zwar, glaube ich, ziemlich laut in dem Haus. Haben Sie es gehört? Ja, sind direkt hochgelaufen und haben mich drauf angesprochen. Sind die direkt hoch zu dir? Ja, natürlich. Das ist wie ein Spiel mit dem Feuer, ne? Ich hoffe einfach, dass nicht dasselbe passiert, was ich mit der Toni gemacht habe. Mein Herz klopft ungefähr. Das ist ein Psycho-Game. Wir haben uns in die Villa reingeschmissen und komm. Heute habe ich gemerkt, dass Psycho... Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal so einen krassen Pulsschlag habe. Warum? Meiner Frau. Das ist schon echt lange her, muss ich sagen. Krasser Pulsschlag wegen einer Frau, die irgendwie von einem anderen Stern ist. Da fällt mir gerade ein, in diesem Monat startet ja auch die neue Kampf der Reality Stars Staffel mit Kathi Hummels. Dazu sehen wir uns kommende Woche schon, wenn ihr wollt. Deswegen unbedingt den Kanal direkt schon mal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich habe übrigens nicht gewusst, dass Michaela Schäfer jetzt auch Einrichtungsgegenstände designt. Die Jungs hören natürlich zu. Also die Produktion hat panische Angst, also dass die Jungs jetzt extra leise sind, um irgendwelche Schmatzgeräusche mitzubekommen. Die Redaktion hat jetzt Panik, dass die Jungs anstatt Antonias Küsse doch das Gejammere von Lisa über den Xander hören. Bei Xander denkt sie ja auch schon nicht mehr, dass er vergeben ist. Da wird sie ihr blaues Wunder erleben, ja, wenn sie sich für ihn entscheidet. Leider kommen diese Ängste hier einfach durch. Ich glaube, dass wir alle zusammen das Format hier komplett unterschätzt haben. Da muss man schon aus Granit sein, dass das nichts mit einem macht. Das würde mich so krass enttäuschen, verletzen, alles, dass er so ein Mensch ist, weil der wollte er selbst nie sein. Bei Xander besteht eine reelle Chance, dass die beiden halt schon vielleicht auch sich näher kommen, als sie sich kommen sollten. Also ich befürchte, wenn Lisa hier wochenlang weiter nur über ein und dasselbe Thema spricht, es besteht einfach die reelle Chance, dass sie mit Patricia Blanco verwechselt wird. Ja, und natürlich haben sie das Format vollkommen unterschätzt. Zum einen Lisa, die niemals gedacht hätte, dass es sie so stört, wenn sie den Xander mit einer anderen sieht. Und zum anderen natürlich Dominik, ne, der einfach gehofft hat, hier ein paar schöne Tage Urlaub zu machen und jetzt als emotionaler Mülleimer für Lisa herhalten muss. Es gibt neue Mitbewohnerinnen. Ich bin die Kim. Wir sind ein tolles Couple. Ich denke, wir fallen auf, wenn wir irgendwo in den Raum treten. Tatsächlich sehe ich so andere Leute gar nicht als Konkurrenz. Ja, er hat ja mich. Ja, es gab schon Nächte, Küsse, volles Programm. Auch mit Vergebenen. Ja, klar, mit Vergebenen. Oh ja, Gott. Wo sind eure Grenzen? Eigentlich alles außer. Also, so ähnlich ist bei mir auch. So ein bisschen kuscheln und... Ich hoffe, da kommt noch was, dann bin ich gespannt, ob ihr das auch noch jetzt so locker seht. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grenzen zu hoch angesetzt sind. Mag ich. Sekunde, jetzt kommen zwei neue dazu. Das heißt, wir haben vier Vergebene in der Villa. Oder kommen da auch noch mal neue dazu? Weil das hieß ja, dass eigentlich fast alle vergeben sind. Okay, also, dass die beiden Neuen jetzt so spät dazu kommen, das hat keine dramaturgischen Gründe, wie man ja eigentlich vermuten könnte. Nee, sie wurden einfach nur gezwungen, sich mindestens 100 Folgen Berlin Tag und Nacht anzuschauen, damit sie gut auf Lisas und Xanders Schauspiel vorbereitet sind. Ernsthaft, ist kein Zufall, dass jetzt zwei neue dazukommen. Natürlich hat man so ein bisschen Panik, dass Lisa das Ganze ja abbricht, wenn sie die Duschszenen mit dem Xander sieht und der Antonia natürlich. Aber Freunde von RTL, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Aussicht auf Sendezeit ist bei ihr wesentlich wichtiger, als die Scham, öffentlich betrogen zu werden. Zeigen wir ihnen doch mal, mit wem ihre Männer es ab jetzt zu tun haben. Kennst du sie? Das ist heftig. Ich habe in einem Friseursalon gearbeitet.
und sie war bei meiner Ex-Chefin früher Kundin. Mein Partner steht auf Blondinen eher. Ich sehe mich oft gar nicht als sein Typ. Deswegen ist es gerade heftig, dass es eine Blondine ist und dann auch noch eine, die ich einfach vom Sehen her kenne. Ich kenne ihr Instagram. Das mit der Karriere als Friseurin hat Kim dann irgendwann aufgegeben. Also natürlich nicht wegen Antonia. Sie hat sich, wie man sieht, einfach bessere Verdienstchancen in der Kunststoffbranche erhofft. Und Kim dachte am Anfang wirklich, dass ihr keine andere Frau das Wasser reichen kann, bis sie dann gesehen hat, dass es eine Blondine ist. Kleiner Tipp, aber wenn die Treue von deinem Partner von der Haarfarbe abhängt, dann sollte man vielleicht nicht in eine Dating-Show, sondern einfach in eine Paartherapie. Mit Julian bin ich mir quasi das erste Mal jetzt in dieser Nacht näher gekommen. Der ist für mich auch absolut Single. Julian hatte auch wirklich noch mehr Bock, weiter rumzumachen, weiterzugehen. Ich hab's ja gemerkt. War eine Nacht, die möchte ich so schnell nicht mehr missen. Ich glaube, der Schock sitzt tief bei denen. Das. Die Jungs haben mich alle irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja, Julian hat auf jeden Fall jetzt auch ein paar Plätze aufgeholt, muss ich sagen. Da ist ja nichts, oder? Also, aber gut, ne, sie hat gespürt, dass er mehr will und dass er auch weitergegangen wäre. Naja, aber spätestens seit Kim Virginias Aussagen über Mike wissen wir ja, dass man da sehr, sehr feinfühlig sein muss. Vor allem hat natürlich die Nacht zwischen den beiden bei den städtischen Wasservorräten Spuren hinterlassen. Julian hat so viel kaltes Wasser in der Nacht verbraucht. Der Wasserverbrauch in Griechenland ist in der Nacht um 20% gestiegen. Jetzt erfahren auch die Vergebenen, wer bei Antonia übernachten durfte. Oh, wer ist Julian? Ah, Julian. Es fühlt sich strange an. Zu privat, so ich will das ja nicht sehen. Ich denke, was ist das denn für eine Ische? Oh. Das ist echt sehr privat. Nee, aber ich finde, weg. Sie wirkt passiv. Also ich, wenn ich jemanden kennenlerne ja und voll Bock auf den habe, dann bin ich anders. Ja. Die Nacht mit Xander, glaube ich, hat dir besser gefallen. Den schmachtet sie auch viel mehr an als Julian. Da merkt man, in den einen ist sie verknallt und in den anderen, dem versucht sie halt irgendwie als Option. Den ja haben festgestellt, dass sie ihn nicht will, glaube ja, ich auch. Ja. Macht sie vielleicht natürlich auch, um Xander irgendwo eifersüchtig zu machen? Die hat ja, gar keinen Bock auf ihn irgendwie. Sie war dann froh, als die Nacht vorbei war. Also Lisa hat es mal wieder geschafft, den Xander hier ins Gespräch einzubauen. Diese Technik, Themen einzubinden, die mit dem eigentlichen Geschehen überhaupt gar nichts zu tun haben, nennt man in Fachkreisen übrigens die 24-Tim-Ahrtal-Strategie. Die Nacht war auf jeden Fall sowas von unromantisch. Einfach mal kurz küssen und dann wegdrehen. Sowas kennt man ja nur von den Bachelor-Dream-Dates, wenn die Kandidaten komplett sicher sind, dass die Kameras jetzt auch wirklich aus sind. Warte. Hallo. Hallo. Du hast mich gestern auseinandergenommen. Du willst eine Frau, die dich auseinandernimmt, oder? Hallo. 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 Wieso? Warum? Weshalb? Warum ich Julian genommen habe? Ja. Was erwartet ihr hier? Also, hey, du kannst mich doch auch so den ganzen Tag küssen. Ja, brauchst du doch keinen Schlüssel. Mach ich jetzt auch, ist mir scheißegal, wer wo steht. Oh. Man darf nicht von der Bildfläche verschwinden. Meinst du könntest dich am Ende mich verlieben? Ich könnte schon Gefühle aufbauen, ja. Er gefällt mir wirklich immer besser. Man könnte sich jetzt schon darüber wundern, dass Antonia die Nacht mit Julian verbringt und dann direkt am nächsten Morgen mit dem Marcel kuschelt und so ein bisschen rumknutscht. Aber fairerweise muss man halt auch einfach sagen, dass die Nacht zwischen Julian und Antonia ungefähr genauso romantisch war wie das Frikadellenherstellen von Fleischfan Sascha. Meine Schwiegertochter gesucht. Und da war mehr Reibung. Ich finde, auch Marcells energischen Auftritt sollte die vergebenen Villa mal gesehen haben. Guten Morgen. Der geht halt immer so auf Angriff. Also ich glaube, dass sie den schon gut findet. Der ist schon so ein bisschen Badass-mäßig. Bei dir weiß sie, du gehst gleich ran. Deswegen lädt sie den nicht ein. Traut sie sich nicht. Der ist Single, da bin ich mir. Also, oder der spielt extrem gut, aber der ist Single. Gott. Also, man kann schon sagen, dass Marcel ordentlich rangeht, denke ich. Dass sich jemand so auf was stürzt, das sieht man sonst nur, wenn der Jack Wolfskin-Laden am Kreuzfahrtterminal von Teneriffa Sonderangebote hat. Und Moment, liebe Lisa, nur weil Xanders Zunge heute zufälligerweise mal Ruhetag hat, ist jetzt also Marcel der Böse? Sorry, aber das ist so, als würde Dennis' Freundin nach der Sendung beschließen, nie wieder mit Dennis in ein Kunstmuseum zu gehen. Da ist kein großer Unterschied zu vorher. Gut geschlafen. Mhm. Und ihr? Naja. Ui, 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 ui. Ja, die Toni hat mich geküsst. Anscheinend hat der Toni das beim Julian nicht gereicht. Dankeschön, gleichfalls. Hat dir vielleicht auch zu wenig Aufmerksamkeit gegeben. Das ist dein Lieblingshoodie? Der da. Dann will ich den. Unterbewusst natürlich heute auch ein bisschen verglichen. Die Nacht mit Xander, die Nacht mit Julian. Julian hat ja bei dir geschlafen. Das ist nicht lustig. Bist du traurig? Ja, natürlich.
weil ich nicht schlafen konnte. Wegen mir? Ja, wegen wem sonst? Also gestern Abend war ich, glaube ich, definitiv eifersüchtig. Wenn man sich das mal anschaut, wie Antonia und Xander hier miteinander umgehen, dann scheint es relativ klar zu sein, wie sie sich am Ende entscheidet. Im Prinzip könnte man die Staffel abbrechen. Aber Lisa hat sich vor der Villa festgeklebt, weil ihr Soll an Sendeminuten noch nicht erfüllt ist. Aber jetzt mal ganz ohne Scheiß, mittlerweile ist es doch so offensichtlich, dass Xander Antonias Favorit ist. Und RTL läuft ja gerade Gefahr, dass Antonia die Sendung vorzeitig abbricht, weil sie mit Xander durchbrennen möchte. Die einzige Chance wäre jetzt natürlich, wenn RTL schnell eine Horde blonder, toxischer Typen reinschickt, die absolut kein Gewissen haben, in der Hoffnung natürlich, dass sich Antonia in genau die alle verliebt. Ich lass dich jetzt einfach jede Nacht bei mir schlafen, wir brechen das ja ab. Und okay, das machen wir. Ja, genau. Wieso nicht? Ist doch auch ein guter Plan. Ich will hier aber auch noch die Vergebenen testen. Ist trotzdem kein schönes Gefühl. Ich glaube, das nennt man Liebeskummer. Glaubst du? Die Frage ist auch, was deine Freundin macht, wenn sie uns rummachen sieht. Ich habe keine Freundin, deswegen. Er ist so heiß. Das ist mein Pulli. Ja. Unsere Abmachung war einfach, wenn er den Pulli anhat von mir, dann ist es sein Zeichen, dass er einfach an mich denkt und dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Oh, guck mal, wie verknallt sie ist. Ach du Scheiße. Oh. Wenn er das so schafft, ohne die Regeln zu überschreiten, dann ist es der perfekte Gewinn. Das mit dem Zeichen finde ich schon sehr, sehr geschickt. Und ja, ich glaube, das würde mir auch eine Sicherheit geben an ihrer Stelle. So ganz die Wahrheit ist es jetzt nicht. Lisa hat ihm zwar ihren Pulli mitgegeben, aber den habe ich jetzt noch nicht an ihm gesehen. Ich finde, so langsam weiß man einfach nicht, was man glauben soll. Und natürlich macht Xander damit hier alles richtig. Entweder ist er der absolute Arsch, der seine Freundin hier betrügt. Und Lisa ist so naiv, dass sie ihm hier, oder dass sie sich alles schönreden muss. Oder die beiden, und das glaube ich, haben das von vorn bis hinten einfach durchgeplant und hoffen jetzt durch den Skandal bei Make Love, Fake Love eine große Karriere im Trash-TV machen zu können. Auf der anderen Seite bin ich natürlich trotzdem geschockt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass mein Partner und ich nicht schlau genug waren, auch so ein Zeichen auszumachen. Ja, dieses Zeichen mit dem Pulli. Er konnte keinen anderen anziehen, es war kalt, es hat geregnet. Sorry, wenn der jetzt den Pulli, den ich ihm hier zum Geburtstag hier im Schalzhotel geschenkt habe, anzieht, während er mit ihr im Bett liegt und das sagt. Ja, natürlich, wenn man ihn so spielen sieht, kommen dann irgendwie manchmal so Gedanken. Oh Gott, meint er das jetzt ernst? Nee, kann er nicht ernst meinen. Hätte er jetzt nicht diesen Pulli angehabt, ich wäre wieder gestorben. Es war kalt, es hat geregnet. Da schließt sich der Kreis. Das ist ja auch der Grund dafür, warum Antonia damals nach dem Scheunenfest mit zu Bauer Patrick gegangen ist, obwohl sie zuvor schon mit ihm geredet hat. Also, Lisa macht das jetzt an einem Pulli fest, ob Xander an sie denkt oder nicht. Und ja, Xander denkt ununterbrochen an Lisa, allerdings nur, weil ihm nicht so ganz klar ist, wie er ihr sagen soll, dass er doch lieber mit Antonia zusammen wäre. Wann ist ein Mann ein Mann? Hallo! Besuch mitgebracht. Was, Alter? Vier neue Männer. Ach, Junge, ey. Antonia, welcher Mann muss heute die Villa verlassen? Also gleich vier neue Männer, denen Antonia während der Show erklären muss, dass Xander eh gewonnen hat. Ich glaube, dass das mit Xander hier noch viel weiter geht. Wollen wir nicht verpassen, oder? Deswegen und wegen Prominent getrennt und wegen Kampf der Reality Stars unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen, dann verpasst ihr keinen Trash mehr. Wenn euch mein Video gefallen hat, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn es mit einer Person teilt, bei der ihr sagt, ey, könnte der auch gefallen. Danke euch. Die ganzen Folgen gibt es alle bei RTL Plus. Link ist natürlich in der Beschreibung, klickt da mal rein. Dass jetzt auf einmal Marcel wieder hier so ein Thema ist, ist das eine Show? Bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Vergangene Woche hat der Xander das Fummelverbot gebrochen. Also wenn Lisa diese Bilder sieht, dann muss sie eigentlich hier das Ganze beenden. Und hier wurde schon wieder jemand bei Schwiegertochter gesucht reingeschmuggelt. Das heißt, Freunde, wir sehen uns gleich hier.